fordere ich Kiesewetter für die CDU-CSU-Fraktion auf, und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, auch ihm ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Herr Kiesewetter. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Ende einer zweitägigen Mandatsdebatte liegt es mir sehr stark am Herzen, herauszustellen, dass wir in einer Zeit leben, wo zunehmend die internationale Ordnung unter Druck gerät. Die regelbasierte internationale Ordnung steht in Konkurrenz mit Interessensphären, mit Interessensdurchsetzen bestimmter Kräfte. Und deshalb ist es so entscheidend, dass die Bundesrepublik Deutschland, dass wir heute fast übergreifend bis auf eine Partei hier im Bundestag die UNO stärken und UNO-Mandate mit breiter Mehrheit verabschieden. Gerade im Südsudan, einem Land fast doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, merken wir, wie in einem Labor, worum es in Afrika geht, fürchterliche Ressourcenkonkurrenz, Hunger als Waffe und erhebliche ethnische Spannungen bis hin zu Genoziden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deshalb müssen wir alles tun, die internationale Gemeinschaft zu stärken und auch bei diesem UN-Mandat, bei dem nicht alles Gold ist, was da glänzt, zu erreichen, erstens, dass Druck auf die Regierung in Juba ausgeübt wird, dass diese sich wieder daran beteiligt, dass der Friedensprozess wieder aufgenommen wird. Zweitens, dass die Staaten, die für die Friedenstruppe bzw. die regionale Sicherungstruppe sorgen, diese 4.000 Staaten wie Äthiopien und Ruanda, ertüchtigt werden, auch die Truppen zu leisten. Das ist eine wesentliche Aufgabe der UNO. Und drittens, dass wir dann auch an ein Wiederaufbaukonzept gehen. Und all dies beinhaltet dieses Mandat. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Neben den Vereinten Nationen sind natürlich auch Unterorganisationen der Vereinten Nationen dort. UNICEF alleine kümmert sich um 112 Nichtregierungsorganisationen und Regierungsorganisationen. Die Hälfte der Bevölkerung der 12 Millionen sind Kinder, sind Minderjährige, die besonders unter dem Hunger und unter dem Vertreibungsdruck leiden. 2 Millionen Menschen sind in Nachbarländer geflohen, und innerhalb des Landes sind auch 2 Millionen Menschen auf der Flucht. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir Deutschen das nicht zum Selbstzweck machen, sondern das UNMISS-Mandat ist eingebunden in die afrikapolitischen Leitlinien, in das Afrika-Konzept und auch in das Sudan-Konzept. Wir sind bei internationalen Gipfeln wie in La Valletta oder in Malta ganz vorne mit dabei, um mitzuhelfen, dass die Afrikanische Union, dass die afrikanischen Staaten selbst die Verantwortung in die Hand nehmen und Vorsorge leisten. Und deshalb ist auch unser Mandat so wichtig, denn dieses Mandat ist ein Beratungsmandat, das unterstützt, wo wir Kräfte des Südsudans und der Vereinten Nationen versuchen auszubilden und zu begleiten, dass sie die Verantwortung selbst in die Hand nehmen. Lassen Sie mich deshalb abschließend unterstreichen: Wir müssen die internationale regelbasierte Ordnung stärken. Und das gelingt nicht, indem wir uns, wie der Antrag der Linken suggeriert, dort rausziehen, sondern indem wir alles tun, die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen zu erhöhen und die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen auch dadurch zu stärken, dass wir militärisches und ziviles Wissen zur Verfügung stellen. 17 Soldatinnen und Soldaten und 4 zivile Helferinnen und Helfer sind sicherlich nicht viel. Aber gerade diese abzuziehen, wäre ein noch größerer Fehler. In diesem Sinne werbe ich im Namen meiner Fraktion für dieses Mandat. Die CDU-CSU wird dem UNMISS-Mandat zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter. Wir kommen zur Beschlussempfehlung.